Der graue Riffhai gehört zur Familie der Requiemhaie und zur umfangreichen Gattung Carcharhinus, die über 30 Arten umfasst. Zusammen mit dem Weißspitzenriffhai gehören sie zu den am häufigsten vorkommenden Arten im Indopazifik. Der graue Riffhai kann mehr als 2,5 Meter lang werden. Im Durchschnitt beträgt die Körperlänge aber weniger als 2 Meter. Er hat einen torpedoförmigen Körper mit einer breiten, runden Schnauze. Die Oberseite des Körpers zeigt eine hell- bis dunkelgraue, seltener bräunliche Färbung. Die Schwanzflosse weist einen schwarzen Saum auf. Die Körperunterseite ist weiß. Das maximal bekannte Körpergewicht eines grauen Riffhais liegt bei über 33 Kilogramm. Der graue Riffhai ist im Indischen und Pazifischen Ozean und im Roten Meer beheimatet. Am Riff hält er sich meist am äußeren Riffabhang und in Lagunen in der Nähe starker Strömungen auf. Er bevorzugt den Bereich zwischen Wasseroberfläche und ca. 280 Metern Wassertiefe. Graue Riffhaie sind, wie die meisten Vertreter der Requiemhaie, lebendgebärend. Ab einem Alter von 7 Jahren und einer Größe von ca. 1,3 Metern werden die Weibchen geschlechtsreif und bekommen pro Wurf 1 bis 6 Junge. Das älteste bis heute bekannte Tier war etwa 25 Jahre alt. Auf der roten Liste gefährdeter Arten sind die grauen Riffhaie als potenziell gefährdet eingeordnet. Als Gefährdungsursache wird das eingeschränkte Habitat Korallenriff, die Standorttreue, der langsame Reproduktionszyklus der Art und der hohe Druck durch die Fischerei im Großteil seines Verbreitungsgebietes angesehen. Er wird dabei teils als Beifang, teils aber auch durch gezielte Jagd speziell auf diese Haiart gefangen.